Das härteste Kochduell der Schweiz. Zwei Nachwuchstalente treten im Beef Club gegeneinander an. Mit drei vorgeschriebenen Zutaten, welche sie erst zu Beginn des Kampfes erfahren, müssen sie in nur einer Stunde ein Menü kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Man soll das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet, sagt Bellfleischfachmann I. Vogt. Die Punkterichter Andrin Willi, Chefredaktor des Marmit Magazine, Foodbloggerin Zoe Torinesi und Spitzenkoch Jackie Donuts beobachten jeden Schritt der beiden Kandidaten. Nur einer kann als Sieger des Abends hervorgehen. Willkommen zu einem kulinarischen Kräftemessen hier beim Beef Club Beef Fight. Einmal mehr lassen wir die Stimmung aufkochen, wenn zwei begnadete Koch-Champions für einen flammenden Auftakt sorgen. Für die Blauecken am Start und angriffsbereit ist ein 35-jähriger Fachexperte aus dem Emmental. Begrüße mit mir den Küchenchef Krigu Jakob. Ich bin seit rund einem halben Jahr Küchenchef von Grenzstube im Alberswil. Das ist ein grosser Biohof mit eigener Holzofenbäckerei, Käserei, Metzgerei, Dorfladen und einem grossen Bauernhof. Ich gewinne das heutige Battle, weil wir probieren zu zeigen, wie cool und modern Tradition kann sein. Sein Gegner in der Roten Ecke hat seine Kochkarriere in Mexiko gestartet und ist gerüstet zum Kontern. Macht Lärm für den 38-jährigen Privatkoch Luis Romo. Ich habe jetzt eine Firma, es heißt Freestyle Cooking, und ich mache verschiedene Sachen mit im Restaurant, Privatsachen, luxuriös alles, aber es ist alles im Format, denn es ist alles moderne Küche. Ich gewinne dieses Duell, weil die Küche mein Spielplatz ist. Das wird ein Fight auf dem höchsten Niveau. Für den Kampf fehlen nur noch die Hauptzutaten, um euch im Meisterwerk auf den Teller zu bringen. Und die folgenden drei müsst ihr zwingend verwenden. Erste Zutat. Löwenzahn. Zweite Zutat. Grüntee. Grüntee. Okay. Scheiße. Für die dritte Zutat heißen wir unseren Fleischfachmann I. Vogt willkommen. Heute wird es traditionell. Unsere Fleischzutat ist nämlich ein ganzes Milchlamm und gehört zu den Klassikern der Osterzeit. Liebe Milchlamm. Ich liebe Milchlamm. Milchlämmer werden mit nichts anderem als Muttermilch gefüttert. Darum gilt das zarte Fleisch als besondere Delikatesse. Es hat sehr wenig Fett und der typische Schaffleischgeschmack bleibt aus. Holt das Beste daraus raus. Viel Spass bei der Zubereitung des Ostermenü. Jetzt ist Zeit, um das Unmögliche möglich zu machen. Eine volle Stunde habt ihr zur Verfügung, zum Punkterichter mit einem kreativen Zweigänger überzeugen. Kämpfen mit harten Bandagen, aber kämpfen fair. Fight! Oh, au. Sie nehmen meine Knochen, keine Angst. Ich mache einen Salat mit dem Flanksteak vom Milchlamm mit Avocado und einem Matcha-Dressing. Und für den Hauptgang, ich weiß noch nicht, ich muss etwas denken. Aber erste. Christian, was machst du? Ich mache eine kleine Milchlamm-Terrine als Vorspeise mit ein bisschen Feldsalat, leicht süßlichem Matcha-Dressing, passt sicher sehr gut. Im Hauptgang habe ich den klassisch jetzt geheißen, oder? Der Emmentaler, der macht natürlich das Lammschigo aus dem Ofen. Haben wir Hunger? Dann muss ich ein Plättchen holen. Oh ja! Ja! Los! Ja. Kannst du anfangen, komm, Zoe. Gib mir das. Nein, das ist ich. Sorry. Hey, los, hast du viel? Ja, bitte. Nehmt. Nur nehmt. Zack! Er ist definitiv der Brachialtyp, oder? Der, der die Hemdsärmel aufliegt, macht einfach mal Halt drauf. Christian, erzählst du noch, was du gemacht hast mit dem Matcha? Matcha habe ich mit ein bisschen Salz, Pfeffer und Schalotten. Das wurde kurz mariniert, ein bisschen Mirpa und dann schieben wir das schon in den Ofen. Hast du nicht das Gefühl, hast du ein bisschen viel genommen? Von was, Matcha? Ja, das wird doch saumässig bitter. Das sagen wir dir am Schluss. Grüntee ist sehr toll zum Färben. Es verleiht der Speise eine schöne grüne Farbe. Und je länger man den Grüntee kocht, desto intensiver grün wird das Ganze. Was macht denn er da? Löwenzahn hat er mal im Mixer, oder?
Ich mache hier eine schnelle Marination. Das ist eine coole Sache, wenn du hast nicht so viel Zeit. Du brauchst nur 20 Minuten zu marinieren. Es war ganz etwas Neues und ich hätte nie daran geglaubt, dass man so etwas machen kann. Einfach eine moderne Kunst oder modernes Kochen, das ich selber nicht kann. Gregor, erzähl mal, was du dort machst. Ich mache hier schnell eine Füllung für meine Galantine. Wir tun hier Löwenzahn rein. Dazu machen wir ein bisschen Äpfel. Galantine sind im Prinzip Terrine, aber dass sie im eigenen Fleisch eigentlich von dem jeweiligen Tier zubereitet wird. Okay, jetzt mache ich ein Mayonnaise. Vom Löwenzahn-Mayonnaise für den ersten Gang. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man den Löwenzahn einfach grob schneidet, ganz kurz anzieht und dann mit dem Fleisch mischen. Und dann ist Löwenzahn der perfekte Begleiter für ein Fleischgericht. Die Hälfte von der Zeit ist um. Geräucht Lammbrücken mit dieser lustigen Maschine. Luis, was ist das für Rauch? Was für Holz? Was ist das für Holz? Was für Rauch? Das, hä? Nein, was für Rauch? Ah, das ist Bok Choy. Okay. Und was ist das für ein Rauch? Das, hä? Das, der Rauch? Das? Ja. Ah, das ist für meinen Salat. Aha. Ich weiß einfach immer noch nicht, was für Rauch das er genommen hat, hier, was für Holz. Das macht mir sehr nervös, das so Deutsch zu sprechen. Es gibt schnell eine kleine Salatsauce für einen Löwenzahnsalat. Den Löwenzahnsalat kann man ja sowohl warm wie kalt servieren. Und genau so machen wir es. Luis, du machst ja Guacamole, oder? Ja, so, ja. Fast. Ähnlich. Der Luis, er ist so entspannt. Er ist nicht entspannt, er ist total verknarzt. Galantine. Uiuiui. Das ist ein Schaffer. Mir gefällt, dass das so ein Schaffer ist. Ja, wir haben den Teller. Schön. Wir haben hier Milchlamm, Galantine mit Feldsalat. Dazu haben wir einen leichten Surram mit Matcha angemacht. Frühlinghaft präsentiert vor der Fensterbank. Guten miteinander. Dankeschön. Ja, ich muss hier mal das Plastik, das ist so schade. Hat ihr das vergessen? Ich habe das vergessen. Aber das sieht man so gut. Das Papier ist weg. Wow. Ist es gut? Nein, das habe ich gesehen, schon vor 300 km gegen den Wind, dass das gekommen ist. Der Vorspeis war die Idee, die mir gefallen hat. Er macht eine Galantine. Aber ich habe genau von Anfang an gewusst, es geht nicht. Aber die Idee, die er hatte, eine Galantine zu machen, das hat mir gefallen. Ich finde es geschmacklich fein. Ungewürzt. Nein. Du musst einen Surram nehmen. Die Ausführung hat leider nicht funktioniert. Viel zu wenig gewürzt. Und dann einfach mit dem Salötli dazu. Ist ja nett gewesen, aber hat mich nicht vom Sockel gehauen. Jetzt verbrennt das Fleisch dort unten, oder was? Hey, Luis, träum nicht. Hallo. Luis, verbrennt das nicht. Keine Angst, ist es. Ich bin Mexikaner, für mich es ist es nicht so ganz verbrannt, es ist ein bisschen so knuspriger. Ein Teller von Luis! So, es ist ein Flanksteak von Milchlamm mit einem schnellen Guacamole, Löwenzahne Mayonnaise und Matcha Green Tea Dressing. Sehr okay. Gut. Danke. Das ist ein Brennchecki. Ja, das muss sein. So. Muss so sein. Du bist schon wie in Mexiko. Mega frisch. Aber verbrennt. Die Vorspeise von Luis war nachher schon ein bisschen verkokelt. Aber durchaus eine solide Leistung optisch. Mir gefallen die Röstaromen vom Fleisch, finde ich super. Und auch die Chili. Überhaupt nicht zu stark. Da hat es so viele verschiedene Elemente drin, so viele verschiedene Stufen, die unglaublich spannend nachher den Weg und das Stegeli eben beschrieben haben von diesem Gericht. Hallo Jungs, die Zeit läuft nichts.
weiteres Ostergericht von Luis. Geräuchtes Lamm, Milchlamm 9 mit Bok Choy, Kokosnussmilch, Kokosnussreduktion mit Lammjus und ein bisschen Löwenzahne-Öl. Genieße es, danke. Danke. Ich bin so viel püriert. Nicht gut. Ja, es schmeckt einfach Heu. Hat eine gute Schärfe. Kombination von Pak Choy und dann mit der Kokosmilch und dem Matcha-Pulver, das habe ich fast frech gefunden. Ich hatte das noch nie vorher. Auch mit dem Fleisch, das er relativ stark geräuchert hat. Aber es hat wirklich super verhebt. Das Fleisch ist der Hammer. Das Fleisch ist super. Wow. Ich muss dem ein Kompliment machen. Die Idee, die er hatte, wie er den Hauptgang serviert hat, das hat mich einfach fast vom Stuhl gehauen. Der Baum hier ist aus dem Nussbaum, wo mein altes Baumhaus ist drauf gestanden. Zweite Runde für den Christian. Das Gericht trägt den Titel Lamm auf der Alp. Den Rauch habe ich schon eingebaut. Wir haben Apfelmus als Komponente dazu. Wir haben einen Beurre Blanc aus dem Pochierfond von Matcha. Mit allen Lammforesse ohne Safran. Auf dem Teller haben wir den Gigot im Ofen braten mit Rüebli und der Südtirol-Äpfel. Guten miteinander. Danke. Dankeschön. Mir schmeckt das hier zu fest nach Nuss. Ist gut. Das hat er doch gut. Ne? Das ist auch ein Emmentaler Gericht, habe ich gesehen. Das ist sehr authentisch. Er hat den Gigot ja mariniert mit dem Matcha-Pulver. Und er hat das gemischt und hat das eingerieben. Das hat sehr gut harmoniert und auch perfekt funktioniert. Das ist schon gut. Die Erdöpfel könnten ein bisschen mehr durch sein. Ein bisschen mehr Salz möchte ich abtragen, aber fein. Er hat sehr viele Techniken gezeigt, der Christian, aber er hat lieber ein bisschen weniger verschiedene Sachen gemacht und sich mehr einem Gericht gewidmet. Christian, Luis, vielen, vielen herzlichen Dank für die Show-Einlage. Rigo, zu den Vorspeisen. Die Galantine, die war roh innen dran. Du hast es selber gewusst, ja, das wird knapp von der Zeit. Für mich zu viel Show, zu wenig Geschmack, leider. Deine Galantine war sehr mutig, dass du etwas gemacht hast. Es war einfach nicht gewürzt und es war einfach nicht gekocht, also nicht pochiert in dem Sinn. Was ich schade gefunden habe, ist, dass bei der Galantine noch Plastik dran hatte. Da hat mein Herz gerade ein bisschen blutet, wenn man sich so verschmiegt. Und bei dir, Luis, ich hätte jetzt vielleicht einen anderen Teller genommen, einen weissen, dann wäre das Grün noch ein bisschen mehr zu der Geltung gekommen. Luis, deine Vorspeise hat Röstnoten drin vom Fleisch. Ist für mich sehr ausgewogen, sehr elaboriert. Luis, wenn du die Brust in Streifen geschnitten hättest und die nachher in Butter noch mal gedreht hättest, dann wäre es viel knuspriger geworden. Christian, das, was ich am liebsten hatte, ist die Haut im Knochen, die du separat serviert hast. Kompliment. Es hat ein bisschen Show gegeben, es hat Raucharomen gegeben in der Nase und das habe ich wirklich super gefunden. Das ist für mich natürlich Storytelling des Besten. Im Gericht selber hat mir ein bisschen Raffinesse gefehlt. Das ist der einzige Wermutstropf bei deinem Hauptgericht. Luis, zum Hauptgang, das ist für mich etwas, was ich noch nie probiert habe, aber die Kombination mit dem Milchlamm, mit dem Pak Choy, mit dem Kokos, alles erreicht. Die Hauptspeise hübscher herkommen, hat man vielleicht optisch sicher auch noch ein bisschen mehr führen können, aber auch hier wieder ganz viele Geschmäcker vereint und die haben wirklich wunderbar zusammengepasst. Das Leun, das war sehr gut. Aber ich muss immer daran denken, das abstellen. Und ich habe das hervorragend gemacht. Herzlichen Dank. Es wird sicher ein härter Finale. Letztendlich kommt es darauf an, wie das die Jury gewichtet. Liebe Punktrichter, ich brauche jetzt eure Entscheidung. Und der Gewinner vom heutigen Beef Club Beef Fight kommt aus der Rotecke, der Luis Romo! Das ist eine unglaubliche Situation für mich und ich bin sehr froh. Dankeschön. Nächste Woche im Beef Club. Wer hat immer das Lachen gesehen? Die ganze Zeit. Was haben die Musiker auf der Titanic gehabt? Mach mit beim Beef Club Wettbewerb und gewinne einen Beef-Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Wovon ernährt sich ein Milchlamm? A. Käse. B. Milch.
Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deine Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an beefclub@sat1.ch oder ruf uns an unter 0901 560 061. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen.